Und da Guybrush ein hervorragendes Gedächtnis hat, wissen wir, dass wir die Dame irgendwie kennen. Kenne ich dich nicht von irgendwoher? Wir kennen uns beide seit langer Zeit, Guybrush Threepwood. Du hast viel durchgemacht, daher ist es verständlich, dass du mich vergessen hast. Wir haben uns auf Mealy Island getroffen, als du das erste Mal versucht hast, Pirat zu werden. Warte eine Sekunde. Sind wir dabei, eine dieser Rückblenden-Geschichten zu machen? Die machen mich immer ganz krank. Nein, ich werde mich kurz fassen. Ich habe dir zweimal geholfen, den bösen Piraten LeChuck zu besiegen. Zuerst durch das Bereiten der Voodoo-Anti-Wurzel. Ich fange an, mich zu erinnern. Und dann noch einmal durch meine Hilfe bei der Anfertigung einer Voodoo-Puppe von seiner Zombie-Gestalt. Das stimmt. Ja, aber das erste Mal mit der Voodoo-Wurzel? Ich glaube, den Saft haben doch die Eingeborenen oder die Menschenfresser auf Monkey Island gemacht. Aber ich weiß nicht. Aber auf jeden Fall war sie uns eine große Hilfe natürlich. Sie hat uns das Gummihühnchen mit dem Karabinerhaken geschenkt. Ja, jetzt muss ich überlegen, was werden wir die Dame jetzt hier fragen? Oh ja, genau, das. Ich weiß noch nicht mehr, wie die heißt. Du hast mir schon so oft geholfen und ich kenne nicht einmal deinen Namen. Ich bin unter vielen Namen auf vielen unterschiedlichen Inseln bekannt. Aber Namen sind nicht von Bedeutung. Du solltest das wie kein anderer wissen, Guybrush Threepwood. Ja, du hast recht. Hey, machst du dich über mich lustig? Daran würde ich nicht einmal im Traum denken. Ja, eine kleine spitzfindige Bemerkung zum Namen Guybrush, Guy.brush. Okay. Wer bist du und wie konntest du einfach so erscheinen? Ich bin mit dem zweiten Gesicht gesegnet. Erfahren im Umgang mit den Kräften der Natur, zum Wohle aller, die durch meine Tür treten. Du bist Modeberaterin. Ja, aber das war nicht das, worauf ich mich bezogen habe. Ich bin eine Voodoo-Priesterin. Du bist ein Herbsttyp, nebenbei bemerkt. Netter Laden. Gefällt mir, wie du ihn eingerichtet hast. Danke. Du musst es durcheinander entschuldigen. Die Kinder sind vorbeigekommen, um mit ihren Papier-Voodoo-Puppen zu spielen. Es sind so liebenswürdige Kinder. Möchtest du ein paar Bilder sehen? Vielleicht später. Ja, dafür ist jetzt nicht die Zeit. Ich fühle, dass etwas Schreckliches passiert ist. Hey, du bist gut. Etwas Schreckliches ist geschehen. Ich habe Elaine endlich einen Heiratsantrag gemacht. Gratulation. Das klingt nicht so schreck. Und als ich ihr den Verlobungsring auf den Finger steckte, wurde sie mit einem schrecklichen Piratenfluch belegt und für alle Ewigkeit in eine massive Goldstatue verwandelt. Ach, das erklärt alles. Ich wurde von einer Welle überwältigenden Hasses und Zornes getroffen. Ja, dieser LeChuck war ein ziemlich mieser Kerl. Ich sprach über Elaine. Es bleibt keine Zeit, um sich darüber Gedanken zu machen. Wir müssen uns beeilen. Keine Panik, Guybrush. Sie ist sicher, bis wir den Fluch brechen können. Du solltest dir nur Gedanken darüber machen, dass sie gestohlen werden kann. Wo hast du sie versteckt? Versteckt? Ich kann es dir nicht sagen, das ist zu geheim. Na gut. Aber ich bin sehr darüber erleichtert zu hören, dass sie sicher und... Mir ist gerade etwas eingefallen, was ich noch machen muss. Bis dann mal. Du hast sie nicht versteckt? Geh, Guybrush. Beeil dich, bevor du zu spät kommst. Oh, oh. Da ist das Schiff. Elaine! Ich muss sie zurückbekommen. Das ist mir so peinlich. Es sieht aus, als bräuchte ich noch ein wenig mehr Hilfe. Jemand hat Elaine gestohlen. Das ist Pech. Es wird schwierig werden, sie zurückzubekommen. Weißt du, wer sie entführt hat? Nicht sicher. Aber ich verdächtige die schäbigen Piraten, die in der Jefarenbucht ankern. Kannst du mir etwas geben, um den Fluch aufzuheben? Nein. LeChucks Fluch ist sehr mächtig. Genährt von seinem Ärger und der starken Frustration in Bezug auf das andere Geschlecht. Ich habe hier nichts, das einen so mächtigen Fluch aufheben könnte. Ich sehe aber eine Möglichkeit. Toll, welche? Du musst den verfluchten Ring
durch einen reinen von gleichem oder höherem Wert ersetzen. Eine gute Richtlinie ist das Gehalt von 2 Monaten. Witzig. Oh Gott. Wo finde ich einen großen, unverfluchten Diamantring? Die Legende erzählt von einem mordsmäßig großen Diamantring auf Blood Island. Blood Island? Davon habe ich noch nie gehört. Mit dieser Insel wirst du bald sehr vertraut sein. Aber du musst vorsichtig sein, Guybrush. Ich habe vorhergesehen, dass deine Reise mit Gefahren und Täuschungen gespickt sein wird. Ich habe auch gesehen, dass Blood Island der Ort sein wird, an dem du stirbst. Was? Stirbst? Hast du stirbst gesagt? Ich? Tot? Sei kein Weichei. Gibt es keinen weniger gefährlichen Weg? Nein. Der Wert des Ringes auf Blood Island rührt von seiner emotionalen Bedeutung her. Er repräsentiert eine reine, wahre Liebe. Eine Macht, die größer als alles andere ist. Oh, das ist süß. Ich glaube, ich habe da etwas im Auge. Verspotte die Voodoo-Priesterin nicht. Ja. Viele Fragen, viele Antworten, würde ich sagen. Wie komme ich nach Blood Island? Du brauchst 3 Dinge. Eine Karte nach Blood Island, denn die Reise ist lang und gefährlich. Okay. Ein seetüchtiges Schiff, um dich hinzubringen. Schon wieder? Und eine erfahrene Mannschaft. Karte, oh oh. Schiff und Mannschaft. Alles klar. Karte, Schiff und Mannschaft. Ja, das ähnelt doch wieder stark dem ersten Teil. Aber es macht nichts, das macht nichts. Nun, wie kann ich den Ring auf Blood Island finden? Alles, was ich sehen kann, ist eine lange und schmerzvolle Geschichte, die mit dem Ring verbunden ist. Und ich spüre eine große Trauer, die damit verbunden ist. Du wirst mehr erfahren, wenn du erst einmal die Insel gefunden hast. Das hoffe ich doch mal wohl. Blood Island klingt gefährlich. Du musst mit mir kommen. Nein, kann ich nicht. Ich habe in den letzten 6 Jahren auf 3 verschiedenen Inseln gelebt. Ich möchte nicht mehr reisen. Außerdem ist dieses Wrack noch nicht abbezahlt. Das Wrack. Ach je. Was nehmen wir denn? Aber wer wird mir die richtige Richtung weisen? Du musst mitkommen. Du bist meine einzige Hoffnung. Nein, Guybrush. Es gibt noch eine andere. Blood Island, ich komme. Welche denn bitte? Welche Insel ist das überhaupt? Du bist auf Plunder Island gelandet. Plunder Island? Klingt passend für einen Piraten. Natürlich. Es ist eine Art Altersheim für Ex-Piraten und ihre Gattinnen. Klingt aufregend. In letzter Zeit ist etwas zu viel auf der Insel los gewesen. Alles dreht sich um Gouverneurin Marley, LeChuck und ein gigantisches Hühnchen. Vor allem das Hühnchen ist sehr spannend. Ja. Was war das für eine Sache mit dem gigantischen Hühnchen? Ah ja, Guybrush. Du bist auf einer Insel gelandet, die von der kalten, klammen Hand der Angst umklammert wird. Glaubst du nicht, dass du alles ein bisschen überdramatisierst? Dies war eine friedliche Insel, bis das große Biest an unseren Küsten landete. Einige sagen, es wurde geschickt, damit die Inselbewohner für ihre Grausamkeiten bezahlten. Andere sagen, es wäre pures Schicksal. Was auch immer der Antrieb war, es kam. Tja. Ja, was kam? Ein riesiges Hühnchen. Bock, 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 bock. Ein riesiges Hühnchen? Es war El Pollo Diabolo, das gigantische Dämonenhühnchen. So groß wie ein Mann und 2-mal so mächtig tragen es seine massiven Unterschenkel mit Leichtigkeit durch den Dschungel. Niemand hat das Biest je gesehen. Aber am Vorabend des Vollmonds kann sein blutgefrierender Schrei in jeder Ecke dieser armen Insel gehört werden. Im Dunkel der Nacht sitzt es geduldig auf der Stange, hält Ausschau, wartet.
Auf den einen Tag. Nein, 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 warte. Erzähl es mir nicht. Lass mich raten. Tja, das ist die Frage. In die Freiheit. Ja, auf in die Freiheit. Es überquert die Straße. In die Freiheit. Es durchwandert die Insel und nimmt furchtbare Rache an denen, die seine kleineren Genossen fangen und essen wollen. Was? Oh, mach mal halblang. Es gab einst andere wie dich, die gegenüber der wahren Natur der Bestie skeptisch eingestellt waren. Aber sie sind jetzt alle tot. Von seinem gefährlichen Schnabel zu einem blutigen Brei gepickt. Aber ich bin sicher, dass du dich vor nichts fürchten musst. Ja, richtig, wie auch immer. Elaine ist auch Gouverneurin dieser Insel? Eigentlich ist Elaine Gouverneurin des gesamten Drei-Insel-Bereichs, bestehend aus Milie, Booty und Plunder Island. Sie ist in ihrer Festung hier auf Plunder gezogen, nachdem das Küchen- und Gartenpersonal ihr Anwesen auf Booty Island verlassen hat. Wie bist du nach Plunder Island gekommen? Ich erkannte, dass meine Filiale im Sumpf von Skep Island nicht ideal gelegen war. Also bist du in einen Sumpf auf einer anderen Insel gezogen? Ich sagte gerade, dass ich in die Zukunft sehen kann. Ich habe niemals gesagt, dass ich eine Expertin in Immobilien sei. Danke, das ist alles, was ich wissen wollte. Ja, gut. Wir wissen, was wir jetzt machen müssen, um den Fluch aufzuheben. Wir brauchen einen reinen Diamanten. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Wo brauchen wir nochmal einen Diamanten? Ich glaube bei Dr. Fred, genau, bei Day of the Tentacle. Naja, gut. Ja, ich glaube, das hatten wir. Danke für deine Hilfe, muss gehen. So im Groben alles. Tschö. Und diese paar. Auf ein Wort, weg ist sie. Gut. Es geht raus und ich würde sagen, ja, das Wichtigste haben wir jetzt erreicht. Wir werden nochmal hier in den Hinterhof des leckeren Chicken Nuggets und sonst irgendwas. Aber ich glaube, da kommen wir noch nicht durch. Wir brauchen irgendwas. Ein Schwert oder so. Das haben wir aber auch nicht mehr. Oh, die Tür ist sogar auf. Ah, dann war das wahrscheinlich... Man musste erstmal tatsächlich zu der lieben Voodoo-Mama, damit wir einfach die Infos haben, nicht einfach irgendwo ja, reingehen. So. Ach, ich weiß es gar nicht. Wo gehen wir denn zuerst hin? Ich würde sagen, wir versuchen es mal im Theater. Da gibt es ja hoffentlich einen schönen Fundus. Und vielleicht ist da irgendeine Machete oder irgendwie sowas, wo wir uns den Weg zur Gefahrenbucht durchhäckseln können. Ach, wie schön. Ach ja, stimmt, der Spiegel. Ach, man sieht sich da drin. Also es ist wirklich mit sehr viel Liebe. Schauen Sie, wie ich das verschwinden lasse. Gemalt. Was haben wir denn da? Ein Zauberhut. Naja, Zauberstab und Zauberhut ergibt... Abracadabra. Nichts in meinem Ärmel. Oh. Presto. Hey, es hat geklappt. Da ist etwas drin. Ich hatte eigentlich mit einem Hähnchen... Ach, Quatsch. Mit einem Kaninchen... erwartet oder gerechnet, besser gesagt. Was ist das jetzt eigentlich? Ein Buch. Aha. Sprache. Ach, Bauchreden, oder? Das A, C des Bauchredens. Ja. Keine Ahnung, wofür wir das nochmal brauchen. Blood Island Aufkleber? Hey, hey! Es ist ein Aufkleber von Blood Island. Da steht, Blood Island ist für Bluter. Eine Mitteilung der Blood Island Tourismusbehörde. Vielleicht weiß der Besitzer dieses Koffers, wie man nach Blood Island kommt. Ja, das ist wirklich eine gute Frage. Wie kriegen wir den auf überhaupt? Zum Tragen ist er zu schwer. Sollst du den aufmachen? Mit dem Zauberstab? Der Zauberstab hat keine Wirkung darauf.
Vielleicht ist es einfach schon offen. Zum Tragen ist er zu schwer. Nein, öffnen. Zum Tragen ist er zu schwer. Hm, na gut. Tasche, Piratenmantel. Was ist denn da oben? Ekelig. Das sind Läuse, oder? Sieht aus wie ein netter Mantel. Mit ein paar abgeblätterten, unansehnlichen Schuppen. Ah, Schuppen. Tasche, was ist denn da drin? Es sieht aus, als wäre etwas in der Tasche dieses Mantels. Dann hol's raus. Hier ist ein Handschuh drin. Ja, ach. Ich erinnere mich, das war, glaube ich, eins der schwierigsten, die Rätsel nicht, aber eins der Rätsel, wo man wirklich drauf kommen muss, einfach mal in die Tasche zu gucken. Es gibt halt einfach Menschen, die spielen es so, Menschen spielen es so und ich habe es damals nicht gesehen, da kann ich mich noch gut dran erinnern, wie ich mich da geärgert habe. Ja, ich überlege die ganze Zeit, wie komme ich denn in diesen Koffer? Ach, da wollte ich gar nicht hin. Zum Tragen ist er zu schwer. Du sollst ihn nicht tragen, du sollst ihn aufheben. Wo kommen wir da hin? Gibt es nicht irgendwo eine Kanonenkugel noch? Abtupfen oder nicht abtupfen? Entschuldigung, ich habe die Theaterprobe gestört. Komme ich da nicht hoch? Ah, da es geht's hoch. Es riecht, als würde etwas brennen. Muss wohl diese verkommene Verkabelung aus dem 17. Jahrhundert sein. Warte mal, irgend so ein Affe hat an diesen Schaltern herumgespielt. Ich muss erst die Bedienungsanleitung lesen, damit das funktioniert. Es riecht nach gegorenen Bananen wahrscheinlich. Na gut, da kommen wir nicht weiter. Ja. Gehen wir nochmal raus und gehen hier zum lieben Barbary Coast. Aber ich dachte, der Brunnen wird irgendwie so einen Wasserspringbrunnen haben oder sowas. Jetzt bin ich etwas irritiert und muss doch mal etwas länger am Kopf kratzen. Und zwar so lange, bis wir uns in der nächsten Folge wiedersehen bei The Curse of Monkey Island. Ich weiß nicht, warum ich so hauche, aber es klingt gut.